Hallo, willkommen zurück. Der nächste Teil The Lost Crown und wir haben tatsächlich endlich, dank einer kleinen süßen Mieterkatze, die jetzt hier vorne sitzt, einen neuen Ort auf der Karte bzw. in Saxton gefunden, nämlich den Celtic Corner. Und da schauen wir uns jetzt mal um und fangen mit dieser wunderschönen Glaskugel an. Oh. Wahnsinn. Das Objekt hat man größer gemacht, ein Oh! Und das war alles. Also, ich kann mir noch nicht mal irgendwas aus dem Inventar holen. Das ist ja mal wieder geil. Aber was sehe ich denn da gespielt? Ein Hund und eine Frau. Wo soll die sein? Oh, wie süß. Kleines Mädchenkätzchen. Bist du vielleicht die vermisste Katze? Naja, die sieht man noch, oder? Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Was haben wir da hinten an der Wand? Mütig der... Oder was? Okay. Das sind dieselben Plakate, wie wir sie schon kennen. Hm. Da kann ich mit dem Mann reden. Will ich aber noch nicht. Oh, eine Kobra. Mit einer Kerze. Auch wieder super. Nur die Großansicht und das war's. Oh Mann, oh. Was haben wir mit den Räucherstäbchen? Nein, das ist mal wieder das. Da hinten. Ah, immer noch am Knipsen, wie? Ja, ja, du mich auch. Hier kannst du meinen. Das ist nicht richtig. Ja. Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Ja, irgendwann muss ich ja da reinschmeißen. Hier kannst du das. Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Ich versuche jetzt alles. Das ist nicht richtig. Pure Verzweiflungstat. Das ist nicht richtig. Ah, siehste? Hat geklappt. Das sind tolle Fotos. Gut gemacht, Junge. Ja, ne? Finde ich auch. Hier, kriegst du noch eine Frühlingsrolle. Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Okay, sehr schön. Hätten wir das auch. Kann ich da hoch? Nein, da guckt er sich immer. Ich habe eigentlich die Treppe angeklickert. Alles kann für den Fotowettbewerb wichtig sein oder interessant sein, wie auch immer. Kreativität ist ja halt bekanntlich individuell. Gut, jetzt unterhalten wir uns mal mit ihm. Hast du auch einen Namen? Helfen? Sicher. Ihnen jederzeit, Nigel. Ah, Neuigkeiten verbreiten sich schnell. Die Ankunft eines jungen Mannes in Saxton würde mir nicht entgehen. Verstehe. Naja, ich hoffe, ich erfülle Ihre Erwartungen. Oh, das haben Sie bereits. Ah ja. Ist auch eine sehr bekannte Synchronstimme. Ich bin Nigel. Nigel Danvers. Und Sie sind? Ich bin Rice. Danke der Nachfrage. Yes, Rice Branwen. Ist das keltisch oder walisisch oder so etwas? Walisisch. Nicht schlecht. Attraktiv und clever. Attraktiv? Hat er mich gerade angebaggert? Erzählen Sie mir von dem Fotowettbewerb. Sie meinen die Saxton-Knipser? Ja, sag ich doch. Kann jeder teilnehmen? Wenn Sie eine Kamera haben und ein gutes Auge? Ich werde mein Bestes geben. Irgendwelche Tipps? Denken Sie daran, dass ich jeden Tag eine Menge von Saxton sehe. Also versuchen Sie, etwas ein wenig Ungewöhnlicheres zu knipsen. Ungewöhnlich? Das lässt sich einrichten. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Na, wusste ich doch, dass es ein Fotowettbewerb ist. Kennen Sie örtliche Geistergeschichten? Oh, hunderte. Schauen Sie im Regal, wenn Sie das nicht schon haben. Das werde ich. Ist das Ihre Katze? Yep. Das ist Mr. Tibbs. Er kennt auch ein paar Geschichten. Oh, wie süß. Und wie erzählt er die uns? Können wir jetzt auf einmal auch mit Tieren sprechen? Was wissen Sie über Nanny Noah? Aha, Sie haben die alte Noah getroffen, oder? Tja, ich würde sagen, dass... Sie scheint etwas... Abwesend? Sie ist eine gute Freundin. Aber selbst ich muss zugeben, dass sie die meiste Zeit bei ihren Feen ist. Danke für Ihre Zeit, Reese. Kein Problem, Reese? Junge. Ich denke gar nicht. Jederzeit. Er stellt sich als Rice vor und er bittet... Na, egal. Gut, Bücherregal. Aber da haben wir uns doch eben, wir haben doch da nur die Plakate uns angucken können. Ach nee, guck mal, jetzt können wir uns...
Eieiei, unbekanntes Anglia, Band 1, Besucher aus der unsichtbaren Welt. Von Chester Blanktron mit 7 Tusche-Illustrationen. Erstausgabe 1934. Eieiei. Kann ich hier auch weiter? Ja. Och nein. Ich muss mir das doch jetzt nicht durchlesen. Scheideweggeister tauchen häufig in Handbüchern über das Übernatürliche und in Untersuchungsberichten auf. Es gibt zahlreiche Erklärungen, wieso gerade an Straßenkreuzungen so häufig Geister zu sehen sind. Was? Viele glauben, dass an solchen Orten Mörder, Selbstmörder, Hexer und Diebe gehackt oder lebendig begraben wurden. Dem Aberglauben zufolge sind die zurückkehrenden Geister durch die vielen Wege an der Kreuzung verwirrt und wandeln darum auf ewig über die Pfade. Andere Theorien legen nahe, dass an solchen Orten Hexer, Zauberer und fahrendes Volk beiderlei Geschlechts schreckliche, ungezügelte Orgien abgehalten haben sollen. Was? Auf öffentlichen Kreuzungen? Was auch immer der wahre Grund sein mag, die Straßenkreuzungen und Scheidewege von Anglia sind schon lange Quell für Schauergeschichten. Zwei sollen auf den folgenden Seiten erzählt werden. Die Kreuzungen von Saxton, das Phantom der holden Maid. Es war eine kühle Frühlingsnacht im tiefsten Anglia, als Robert Bridge durch die Ulcombe Lane spazierte. Er war auf dem Heimweg von der Chorprobe in der nahegelegenen Kirche, als er bemerkte, dass er nicht allein in der Finsternis war. Hinter ihm, weiter unten auf dem Weg, spürte er die Gegenwart eines anderen, der auch auf dem Rückweg zum Ort war. Im Glauben, es handle sich um einen Freund, Chorkollegen oder Dorfbewohner, drehte Robert sich zum Gruße um. Da flog mit einem schrillen Warnruf eine Schwarzdrossel aus der Hecke auf. Eine hübsche junge Maid in Bauernkleid und Haube kam auf ihn zu. Normalerweise wäre Robert erfreut über eine solche Wegesgefährtin gewesen, aber etwas kam ihm sonderbar vor. Er bemerkte einen begierenden Ausdruck in ihren Augen, konnte das Rascheln ihrer Röcke hören und von ihren Lippen das leise Summen einer ländlichen Weise. Okay. Doch ihre Schritte verursachten kein Geräusch auf dem staubigen Weg. Beunruhigt verlangsamte Robert seinen Schritt und bemerkte, dass die Maid nicht näher zu kommen schien. Zwar bewegte sie sich raschen Schrittes, schien jedoch im gleichen Abstand zu folgen. Robert blieb stehen und beobachtete, wie die unheimliche Gestalt bis auf wenige Meter an ihn herankam. Ihm in die Augen blickend, nahm sie ihre hübsche Haube ab, hob sie hoch und reichte sie ihm. Ach, Herr Jemini. Er nahm sie an und sah zu, wie sie rückwärts auf die Hecke zuging und vor seinen Augen verschwand. Erschüttert blickte Robert auf die Haube in seinen Händen. Sie war voller Zweige, Stroh und Blätter. Es war ein Schwarzdrosselnest, doch in der Mitte, wo hellblaue Eier hätten liegen sollen, waren drei verschrumpfte Küken, völlig kahl und mit hervorquollenden Adern. Alle drei waren tot. Robert ließ die Haube fallen, rannte zu seinem Haus in Saxton und setzte nie wieder einen Fuß auf die Ulcombe Lane. Naja, das soll die wahrscheinlich hier sein, wa? Auch viele andere sind der geheimnisvollen Maid auf der Ulcombe Lane begegnet. 1875 trat ein wunderschönes junges Mädchen in einem Blumenkranz aus Mohnblumen, Gänseblümchen und Pechnelken an einen jungen, hübschen und freundlichen Priester heran, der gerade zu Besuch weilte. Im Haar trug sie Küchenschellen. Küchenschellen? Frisch gepflückt? An den Klippen der Ulcombe, wie auch immer. Als er sie nach ihrem Namen fragte, schenkte ihm die Maid ein wissendes Lächeln und löste sich in Wohlgefallen auf. Oh nein, das geht doch jetzt nicht. Es wird immer mehr. Ich lese doch hier jetzt nicht alles vor. Die Totenjagd, die Landschaft. Was sagt er denn dazu? Ach, Herr Jemine.
Oh nein, hell, dunkel, Leben, Tod, Heim. Alle angelsächsischen Symbole haben vier Bedeutungen, je nach Winkel ihrer Darstellung. Dreht man zum Beispiel das Symbol für Höhle, das hier, kann es in der Höhle, unter der Höhle, über der Höhle oder vor der Höhle bedeuten. Ebenso kann das Zeichen für Mensch je nach Drehwinkel Mann, Frau, Junge oder Mädchen bedeuten. Ein geschultes Auge erkennt die feinen Unterschiede eines Symbols und kann die so versteckte Botschaft entziffern. Durch das Zusammenfügen verschiedener Symbole mit unterschiedlicher Ausrichtung können ganze Sätze, Gedichte und sogar Richtungsangaben entstehen, wie Ortsangaben in Symbolform. Na, hervorragend. Moment, kann ich mir das abfotografieren? Das ist nicht richtig. Nein, kann ich mir das abfotografieren? Das ist nicht richtig. Kann ich mir das irgendwie aufschreiben? Das ist nicht, das ist nicht richtig. Hm, natürlich nicht. Okay. Ländliche Brauchtumsfeste des Altertums. Ach, der Jemine. Ja, super. Woher weiß ich jetzt, ob das hier relevant ist oder nicht, dass ich mir das jetzt da alles durchlese? Ah, das ist doch... Was haben wir denn hier vorne? Da konnten wir uns nämlich auch noch nicht um... Was macht er denn jetzt? Also, gar nichts. Habe ich hier draußen irgendwas, was ich mir angucken kann? Aha. Oh. Okay. Ja, aber... Wofür das Ganze? Da kann ich mir auch nichts angucken. Kann ich mir da ein paar Pins klauen? Nein, kann ich auch nicht. Aber ich kann hier weiter. Wo geht es hier? Halt! Was ist das? Bronze Age. Okay. Bogov. Okay. Och, wie geil. Was ist... Oh, was ist, war das? The Bear. Beim Hafen. Beim Hafen. Ja, anstatt zu sagen, oh, eine traumhafte Aussicht hier. Nein, The Bear. Okay. Kann ich... Ich kann hier sogar weiter. Und das fällt dir hier gar nicht auf. Ach, Nigel. Halt! Ein verlassenes Gebäude sieht irgendwie unheimlich aus. Das haben verlassene Gebäude so manchmal an sich. Aber wo bin ich denn jetzt? Ich meine, kann ich hier irgendwo was... Nein, ich kann noch weiter. Ja, leg's die nieder. Was soll das da unten sein? Ein Mini-Leuchtturm? Das sieht so aus. Ja, genau. Das Echo, nichts was... als die Nordsee. Nächster ja. Halt, Norwegen. Ja, klar. Das Echo, was aus der Ferne auf uns zu kommt. Was passiert denn jetzt? Hä? Was zum Henker war denn das? Was hat denn das jetzt schon wieder zu bedeuten? Ah, dieses Spiel. Okay, wo geht's hier weiter hin? Das sieht auch schön aus. Kann ich mir aber auch nicht angucken. Oh. Also die Grashalme und die Grafik an sich finde ich hier Bombe. Das sieht richtig geil aus. Fotorealistisch wieder. Und hier ist Feierabend. Schade, hier komme ich nicht weiter. Schade. Kann ich mir vielleicht irgendwas angucken, aufnehmen? Nein, kann ich nicht. Schade. Oh, den ganzen Weg wieder zurücklatschen. Hm.
Gut, also, Glocke hat geläutet. Und das muss doch, denke ich mal, da in der Nähe von The Bear sein. Oh, Moment, vielleicht ist der Nachmittag schon vorbei und er hat mein Buch fertig. Hallo. Hallo. Ah, der junge Mr. Danvers. Genau der. Sie werden Ihr Buch wollen. Yep. Ja. Haben Sie es geöffnet? Natürlich. Ja. Ich wäre kein guter Handwerker, wenn nicht. Sie haben es nicht gelesen, oder? Nein, lesen ist nicht gerade meine Stärke. Ha. Sie können nicht lesen. Es gibt Wichtigeres als lesen, wissen Nein. Sie? Oh, also... Nicht wirklich. Aber gut, danke dir. Ja, so schnell geht das, die Rein-Raus-Taktik. Hat nicht ganz so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, aber nun gut. So, Buch, Sesam. Ich sollte an einen privateren Ort gehen, um das Buch zu studieren. Willst du mich verarschen? Ey, der macht das jetzt automatisch. Geht jetzt automatisch ins Cottage? Tatsächlich. Das gefällt mir. Oh, spooky. William Argus Journal. Also jetzt sag mir nicht, das ist alles auf Englisch. Eine Schlange oder ein Drache, der einen Schatz bewacht? Und sich in den eigenen Schwanz beißt. Drei Kronen, eine Verbindung zu der Legende. Und das ist alles? Ager House, Raven Lane, Northfield, eine mögliche Spur? Nein, sag mir jetzt nicht, das ist alles. Ich kann hier nicht umblättern. Da sind doch nicht nur zwei Seiten abgedruckt drin. Eine Schlange oder ein Drache, der einen Schatz bewacht? Und dafür mussten wir jetzt ganz unbedingt hier ins... Also drei Kronen, eine Verbindung zu der Legende. Ja, das hätten wir uns nicht draußen angucken können. Na super. Ja, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Hallo? Wie komme ich hier raus? Ey, willst du mich verarschen? Was... Drei Kronen. Ja. Eine Verbindung zu der Legende. Ey. Das kennen wir alles. Ager. Ager. Hm. Ein Name, den man sich merken sollte. Und jetzt zum Rest des Buches. Ah. Der Tag war finster, als sie fortging. Ging fort. Ich ging durch den Wald hinab zum Ort. Am Tag, als sie ging, die Gleise. Die Fans. Was? Vielleicht lebte der alte Ager an der Eisenbahnlinie. Eine mögliche Spur? Darf ich hier mal durchlesen? Danke. Am Tag, als sie ging ins Dorf, ich lief, der Tag war so finster, wie wenn man schlief. Der Tag, als sie ging fort. Über den Pfad zum Ort und zurück. Am Tag, als ihr Geschrei erstarb, sie schrie nicht mehr. Durch raschelndes Ried im nebligen Fenn. Am Tag, als ihr Geschrei erstarb. In der Höhle am sechsten Strand. Endloser Kuss in Finsterkeit. Meine Emily, sie lag bei mir. Mich zu erlösen am Meere hier, meine Maid versprach es mir. Die Gezeiten wandten sich und Emily schrie, als wollte sie die Stadt herbeirufen. Still muss sie sein und tut keinen Schrei. Denn es waren Fischer nah bei ihr. Ich bedeckte ihren Mund und auch ihren Blick. Still muss sie sein, solch Geschrei ist verrückt. Die Blume vom Cliff hatte sie gewollt. Doch nun lag sie still, meine Emily hold. Das Wasser kam und hüllte sie ein. Ich legte die Küchenschelle auf sie ganz fein. Meine Leib war zu Ende, am Tag, als Emily ging fort. Meine Lieb, Entschuldigung. Okay. Ich kann mir hier nichts angucken. Okay, da sind jetzt wirklich eine Menge Hinweise drin, wo wir mal nachgucken könnten. Will er jetzt vielleicht hier was? Hm, was ist das? Ja. Ich weiß noch nicht, was ich damit tun soll. Weiß er noch nicht. Das sind zwar überall Informationskarten, aber er weiß nicht, was er tun soll. Gut. Das Ding ist... ja, hier haben wir jetzt... Nein, keinen Brief. Wohin soll ich? Direkt dahin, wo ich denke, dass ich hin muss? Oder soll ich da lang? Naja, ich gehe mal lieber dann, wo ich jetzt vorhatte, hinzugehen. Nämlich... Die Gleise. Die Fans.
Vielleicht lebte der alte Eiger an der Eisenbahnlinie. Ja, danke. Eine mögliche Spur? Jaha. Da bin ich doch gerade hin, Mensch. Ich wollte nämlich jetzt auf jeden Fall zurück in die Fans, um da mal zu gucken, was es da so gibt. Large, large, large. So, hier wollte ich links auch mal gucken. Hier gibt es ja nichts. Nein. Und hier noch einmal raus. Naja, wenn ich da jetzt wieder draufklicke, dann schreit er nur wieder in die Ferne. Wetten? Ja. Hallo. Ach ja. Das erste Echo, was genau andersrum geht. Aber nun gut. So, dann will ich wieder in die Fans und dann hoffen, dass ich da auch wirklich was finde, weil es wäre jetzt fatal für den Spielefluss und auch für mein Nervenkostüm, wenn ich jetzt hier hinlatsche und dann wieder nicht weiterkomme, beziehungsweise nichts finde. Hier jetzt nach Cursor links. Dann da einmal rum. Man hatte mir auch in die Kommentare geschrieben, hier in den Fans so von wegen Eisenbahnschienen und Sumpf und so weiter, alles tralala, mal nachgehen. Vielleicht kommen wir da ja jetzt in irgendeiner Art und Weise weiter. Tiefes, dunkles, naja. Sumpfähnliches Wasser. Dunkles. Aber dann muss ich hier ja auch irgendwo Eisenbahnschienen finden. Vielleicht hier vorne am Bahnhof. Na, hier fährt kein Zug, aber wir hören eine Pfeife. Ja, herrlich. Aber hier, ja, super. Kann ich mir die Schilder angucken. Der einsamste Bahnhof der Welt. Ja, und da weiter runter? Aber ich glaube, da bin ich doch schon gewesen, oder? 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 Nein, da bin ich noch nicht gewesen. Oh, wie geil. Alter Schwede. Warum gehst du im Gleis? Kein Mensch geht im Gleis. Irgendetwas stimmt nicht mit dem Signal. Klemmt es? Natürlich, deswegen kommen hier keine Züge rein, oder was? Hahaha. Ja, muss ich jetzt hier Signalmeisterei spielen, oder was? Okay. Irgendetwas stimmt nicht mit dem Signal. Klemmt es? Ja, yes. Okay, was? Nein, 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 nicht weitergehen. Ich hab doch nichts dabei, was ich da... Hier, schmeiß die Frühlingsrolle da drin. Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Ja, das ist nicht richtig. Verzweiflungstat. Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Wir versuchen einfach nicht alles. Richtig. Das ist nicht richtig. Aha. Siehst du? Eindeutig. Ah. Das ist nicht richtig. Das ist nicht, das ist nicht, das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Ich brauche irgendwas das Langes. Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Okay, dann gehen wir erstmal weiter. Das Klappern macht nämlich einen wahnsinnig. Ah, oh, das sieht aber hübsch aus. Und das hier sieht gar nicht mal so verlassen aus. Einfach mal so über die Gleise drüber. Vor allem so nah an den Gleisen. Wo will er denn hin? Ich habe doch hier vorne geklickt. Was? Natürlich. Wir sind ja auch...
mitten im Sumpfgebiet, wo es weit und breit keine Höhlen gibt. Wir haben ein Echo. Moment, das ist jetzt hier wahrscheinlich hier wieder zurück, oder? Moment, ist jetzt hier Endstation, oder? Ja, hier ist Endstation. Oh, Mann! Nein, wieder zurück. Zurück. So. So, da habe ich jetzt den Cursor. Danke. Hier vorne, mitten im Bild, haben wir jetzt eigentlich den Hotspot-Cursor für jetzt hier wieder den Weg zurück. Also, was die sich hierbei gedacht haben, ist fraglich. So, aber... Tja. Ja, vielleicht. Das ist nicht richtig. Hm. Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Das ist... Tja. Was? Wir haben zwar schöne neue Orte gefunden, ah, das gefällt mir auch, aber wir können nichts damit anfangen. Hier am Signal konnten wir auch nur das Foto machen. Vielleicht können wir ja den Bahnhofsvorsteher jetzt mal fragen, ob er weiß, was da am Signal verkehrt ist. Aber da müssen wir jetzt wieder in die Stadt rein. Das ist jetzt... Nein, hierhin. Das ist jetzt echt nervig, denn da wir keinerlei... Oder, warte. Nee. Das ist zwar eine Karte, aber... Genau, wir haben hier keine Hotspot-Funktion. Das heißt, wenn ich jetzt hier irgendwo hinklicke... Na, seht das? Das heißt, wir müssen den ganzen Weg jetzt zu Fuß latschen. Oh mein Gott. Ja, komm, so viel Zeit haben wir noch. Hier, nee, da nicht. Wir haben was Neues gesehen. Wir haben ein Foto gemacht und das war's. Ja, und das Signal haben wir gesehen. Nein, ich... Oh. Wenn das Hirn schneller ist als das Auge. Andersrum, das Auge schneller als das Hirn. Hallo, Cursor. Den Typ wollte ich nochmal was fragen, aber ich denke mal nicht, dass der gesprächiger als sonst ist. Entschuldigung. Ruhe! Ja. Naja, du mich auch. Hoffentlich fällst du irgendwann ins Wasser. Gut, dann hier wieder zurück. Und wir müssen uns diese ellenlangen Sequenzen alle anschauen. Auch jetzt hier die G-Sequenz zur Höhle können wir nicht überspringen. Wer nichts wagt? Genau. Ich möchte nicht wissen, wie oft er das jetzt schon gesagt hat. Das ist jetzt das Einzige, was mir jetzt einfällt, der Bahnhofsvorsteher, dass der mir in irgendeiner Art und Weise einen Tipp oder einen Hinweis geben kann in Bezug auf das, was wir da jetzt gesehen haben. Ansonsten... Fällt mir jetzt nichts wirklich... Die Gleise, die Fans. Ja. Vielleicht lebte der alte Eiger an der Eisenbahnlinie. Ja, doch. Eine mögliche Spur? Möglich. Aber wir haben da noch nichts gefunden. Genau wie der Typ hier, der ist... Da draußen ist jemand. Genau. Mit einem Metalldetektor, ganz normal. Na egal. So, jetzt da hinten hin... Das ist eh wahrscheinlich vergebene Liebesmühe, jetzt hier beim Stationsvorsteher zu fragen. Und ich sehe die Zeit. Ach, du liebe Zeit. Jetzt müssen wir schnell machen. Stationsvorsteher? Mr. Danvers. Mein Sexton ist gut mit Ihnen. Mein Sexton. Irgendwelche Neuigkeiten, Station immer noch Züge. Ist das der Bahnhof oder... Ich denke mir, dass der Bahnhof einiges zu erzählen... Toll. Tja,
Auf Wiedersehen, Stationsvorsteher. Auf Wiedersehen, Wiedersehen, ja. Mr. Danvers. Auf Wiedersehen, schauen Sie mal wieder rein. Denn etwas Schau muss sein, dann heißt es Bühne frei. Dann sind Sie mit dabei, die Schau muss weitergehen, auf Wiedersehen. Die Tür ist verschlossen. Natürlich, aber erstmal anklopfen, das ist wichtig. Gut, Freunde, dann sind wir bei The Lost Crown erstaunlich gut, in Anführungsstrichen, vorangekommen. Und beim nächsten Mal geht es weiter, hoffentlich wieder mit genauso einem guten Fortschritt wie jetzt hier die letzten beiden. Und dann schauen wir mal, wann es dann weitergeht. Macht es gut, bis hoffentlich bald, NRW Boy 18, adieu.